Wünscht das Gericht, dass der Angeklagte sich zu diesen zwei Dokumenten äußert? Ja, ich bitte darum und möchte mich sofort dazu äußern. Dann äußern Sie sich zunächst zum Dokument Mildner. Ja. Ich weise vielleicht darauf hin, auf die Frage 2, die mir erheblich scheint. Da heißt es, Frage 2, stimmt es nicht, dass im Jahre 1942 und nochmals im Jahre 1943 der Kommandant von Auschwitz Ihnen auf Befehl von Gruppenführer Müller Vernichtungseinrichtungen zeigte? Daraus geht hervor, dass der Gruppenführer Müller des Amtes 4 orientiert gewesen sein muss. Herr Dr. Kaufmann, darf ich Sie unterbrechen? Darf ich Sie kurz unterbrechen? Soviel ich hier durch die letzten Verhandlungen feststellen konnte, Hohes Gericht, wird dieses Verfahren des sogenannten Überraschungs-Evidewits gegen mein selbst vorgelegtes Evidewit Dr. Mildner bei mir zum ersten Mal angewendet. Dennoch bin ich sehr froh und dankbar, mich unmittelbar und ohne dass ich die geringste Möglichkeit gehabt habe, vorher Einsicht zu nehmen, zu diesem Evidewit geschlossen und in jedem einzelnen Gegenstand äußern zu dürfen. Dr. Mildner, Frage Nummer 1. Hier wird er gefragt um seine einzelnen Stellungen, die er innerhalb der Sicherheitspolizei bekleidet hat. Er erzählt von seinen Stellungen, die er seit 1939 bis 1944 hatte. In meine Zeit fällt seine Verwendung als Inspekteur Sicherheitspolizei und SD in Kassel, als stellvertretender Gruppenleiter im Amt Römisch 4, als stellvertretender Inspekteur in Wien im Jahr 44 und als Kommandeur der Sicherheitspolizei in Wien ebenfalls im Jahr 44. Er sagt, alle diese Ernennungen nach dem Jänner 43 wurden von Kaltenbrunner gemacht als Chef der Sicherheitspolizei und des SD. Das ist unrichtig. Es wurde in diesen hohen Dienststellungen, die Mildner inne gehabt hat, nie jemand von mir ernannt. Das würde Mildner hier vor Gericht befragt ohne weiteres bestätigen müssen. Hierum ist er vom Staatsanwalt offensichtlich nicht gefragt worden. Ich bin lediglich in jedem Falle einer solchen Ernennung eines Funktionärs der Sicherheitspolizei und des SD deshalb gefragt worden und in Kenntnis gesetzt worden, weil er als Inspekteur der Sicherheitspolizei und des SD in seiner Dienststellung eine Sparte Nachrichtendienst, nämlich eine Unterabteilung der Ämter 3 und 6 haben musste, die mir Nachrichtendienst sich zur Verfügung gestanden haben. Und als solcher musste ich ja daher, als Chef des Nachrichtenwesens, musste ich ja daher auch wissen, wer für deine Unterabteilungen in Kassel, in Wien, in Kopenhagen nunmehr als Inspekteur, denn durch ihn sind ja dann auch später meine nachrichtendienstlichen Befehle an seine sachbearbeitenden Gruppen gegangen. Sie müssen langsamer sprechen. Das war der einzige Grund, aus dem ich von solchen Ernennungen in Kenntnis zu setzen war. Aber ich habe nicht den Funktionär der Sicherheitspolizei zu ernennen gehabt. Das ist eine ausgesprochene Irreführung, die durch dieses Evidewit entstehen könnte. Zur Frage 2. Wenn hier gesagt wird, dass er in seinen Dienststellungen in Chemnitz und in Katowice in den Jahren 39 und 41 Gefangene nach Auschwitz hat bringen müssen zur Einsperrung und Exekution,
dann betrifft dies eine Zeit, erstens vor meinem Dienstantritt und zweitens eine rein exekutive Maßnahme jener Ämter, die zu führen ich niemals Auftrag hatte und ich niemals übernommen habe. Er kann hier niemals als mein Beauftragter tätig geworden sein. Er sagt in Frage 3, ja, dann wird ihm noch von der Staatsanwaltschaft hier vorgehalten, dass das Gestapo-SS-Standgericht oft in Auschwitz zusammentrat und dass sie einige Male bei den Verfahren gegen die Gefangenen anwesend waren. Mit anderen Worten, bei Hinrichtungen zugegen waren. Dass im Jahre 42 und nochmals, das würde auf Deutsch heißen, und noch einmal im Jahre 43 der Kommandant von Auschwitz ihnen auf Befehl von Müller, dem Chef der Stapo, Vernichtungseinrichtungen zeigte, dass ihnen Mildner, ferner die Vernichtungseinrichtungen in Auschwitz bekannt waren, da sie Juden aus diesem Gebiet nach Auschwitz zur Exekution zu schicken hatten. Ich könnte meiner Ansicht nach durch ein einziges Faktum belastet werden durch diese Aussage. Das ist die Frage, hat Mildner einmal im Jahre 43 solche Einrichtungen gesehen oder auf ihren Befehl an Erschießungen mitgewirkt durch seine Anwesenheit? Erstens hat die Staatsanwaltschaft nicht festgestellt, ob dieses einmal vor meinem Dienstantritt stattgefunden hat oder nachher. Sie müssen sich etwas kürzer fassen, etwas mehr die Antwort konzentrieren, nicht so weitläufig. Das ist nicht gewiss, Herr Doktor, aber ich muss ja jedes einzelne Wort hier widerlegen können, sonst wird es mir ja vorgeworfen, als von mir nicht akzeptiert und nicht besprochen. Herr Kaufmann, we don't want the witness to argue upon this document. If he's got anything to say about the facts, then he can do it, but not an argument upon it. Ja, das ist auch meine Auffassung. Ich frage Sie also... Besonders wichtig und belastend scheint mir auch Frage 3 zu sein, wenn Sie darauf eingehen wollen. Da heißt es, war der regelmäßige Augenblick, ich lese, kamen alle Befehle für und so weiter einzelne Hinrichtungen vom Reichssicherheitshauptamt. Und dann war der regelmäßige Dienstweg von Himmler durch Kaltenbrunner an Müller und dann zu dem Lagerkommandanten. Und dazu die Antwort, ja. Äußern Sie sich dazu ganz kurz. Ich habe heute schon erklärt, dass Befugnis und Hinrichtungsmöglichkeiten nur in der Hand, Befehlsmöglichkeit des Justizministers in geringeren Umfang und Himmlers gelegen haben. Es hat im gesamten Reich sonst niemand hierzu eine Möglichkeit oder eine Vollmacht gehabt. Dann. Es ist auf dem Dienstwege Himmler, Kaltenbrunner, Müller niemals an mich zur Weitergabe ein solcher Befehl Himmlers gekommen. Zur Frage 3a. Sondern diese Befehle können nur von Himmler an Müller gekommen sein. Haben Sie die Frage an Mildner aber zu richten, ist ja schon aus dem Grunde falsch, weil der Mann ja nicht bei mir gewesen ist und es auch gar nicht wissen kann, ob ich... From Himmler to you and to Müller. Herr Lodger, ich habe heute schon einmal erklärt, wie die Zuständigkeit von Himmler selbst geregelt worden ist. Vergegenwärtigen Sie sich den Zeitpunkt Juni 1942. Heydrich tot. Von diesem Tage an schriftlicher Befehl, auch in der Öffentlichkeit verlautbar, führt
Himmler das gesamte Reichssicherheitshauptamt in Übernahme aller Aufgabengebiete Heydrichs an sich persönlich. Im Jänner, am letzten Jänner 1943, meine Bestellung zum Chef des Reichssicherheitshauptamtes, nachdem festgestellt wurde, dass exekutive Tätigkeit und Zuständigkeiten der Ämter Staatspolizei und Kriminalpolizei bei Himmler bleiben und sich daran nichts ändert. Und diese Amtschefs 4 und 5, also Müller und Nebe, weiterhin seiner direkten Befehlsgebung unterstehen. Aus diesem Grunde ist das Organisationsschema, das zu Heydrichs Zeiten bestanden hat, zu meiner Zeit für die Ämter 4 und 5 nicht gültig gewesen. Nun zur Frage 3a. Da heißt es: Und war Dr. Kaltenbrunner mit den Zuständen in den Konzentrationslagern bekannt? Es ist zwar hier nicht erläutert, was unter Zuständen zu verstehen ist, es ist aber wohl dahin zu interpretieren, dass die von Zeugen hier bekundeten Zustände damit gemeint sein sollen. Der Zeuge antwortet ja. Herr Dr. Kaufmann, Sie übersehen hier einen ungeheuer wichtigen Satz in der Frage 3. Und es ist das der letzte Satz dieser Frage 3. Hier fragt die Staatsanwaltschaft, hatte das Wirtschafts- und Verwaltungshauptamt die Überwachung aller Konzentrationslager, soweit es die Verwaltung, Arbeitseinsatz und Aufrechterhaltung der Disziplin angeht? Dieser Satz ist enorm wichtig, und zwar aus folgendem Grunde: weil damit die Anklagebehörde die gesamte Schuld für Menschenlebenvernichtung aus dem Wirtschafts- und Verwaltungshauptamt herüberziehen will in die Sphäre und Zuständigkeit des Reichssicherheitshauptamtes. Und wenn das Hohe Gericht, Dr. Kaufmann, this is again, und wenn das Hohe Gericht hier die Wahrheit finden will, sind Sie mal still. This is again argumentative speech. The only question that arises, it seems to me, upon this question 3A is, did conferences take place between Gruppenfuhrer, between Kaltenbrunner and Pohl and the chief of the concentration camps? If he says they did not, then that's an answer that he makes to this affidavit. That's the only question of fact. Das ist die wichtige Frage, das ist auch meine Auffassung. Antworten Sie bitte mit Ja oder Nein auf die eben gestellte Frage. Haben derartige Besprechungen mit Pohl, Müller, Ihnen stattgefunden? Ich habe mit Pohl und Müller nie Besprechungen abgehalten. Ich habe halbjährig mit Pohl Besprechungen haben müssen, weil Pohl als Chef des SS-Wirtschafts- und Verwaltungshauptamtes der Finanzminister der gesamten SS und Polizei gewesen ist und mein gesamter Nachrichtendienst alle Mittel aus der Hand Pohls zu empfangen hatte, soweit sie nicht vom Reichsfinanzministerium als Personalmittel zur Verfügung gestellt wurden. Jetzt bitte beantworten Sie mir noch eine weitere Frage. Die Verwaltung der Konzentrationslager, die Verpflegung, die Behandlung, wem unterstanden diese Dinge? Die gesamten Zuständigkeiten im Konzentrationslager, von dem Augenblick, an welchem ein Häftling die Schwelle des Konzentrationslagers überschritten hat, bis zu seiner Entlassung oder bis zu seinem Tod im Konzentrationslager oder im dritten Fall, bis zum Kriegsende, bei welchem er befreit wurde, ist ausschließlich in der Zuständigkeit des Wirtschafts- und Verwaltungshauptamtes gelegen gewesen. Nun eine weitere Frage zur völligen Klarstellung. Ich gehe davon aus, dass diese Dinge ausschließlich diesem besonderen Hauptamt unterstanden, die nichts zu tun hatten mit dem Reichssicherheitshauptamt. Aber es ist doch wohl richtig, dass
Erst aufgrund der Tätigkeit der geheimen Staatspolizei durch Ausstellung von Schutzhaftbefehlen die Einlieferung in diese Lager erfolgen konnte. Ich will nur einmal klar diese Abgrenzung herausstellen. Ist das richtig? Es ist gar kein Zweifel. Das ist richtig. Und zwar hinsichtlich der Einzeleinweisungen aufgrund der einzelnen Schutzhaftbefehle mit dieser, ich gebe zu und habe es heute auch ausgeführt, zum Teil sogar rechtswidrigen Begründung. In der Masse sind aber die Einweisungen nicht durch das Reichssicherheitshauptamt, sondern die Einweisungen aus den besetzten Gebieten erfolgt. Und dort, das sind zum Beispiel die großen Transporte, wie sie Pister im ersten Dokument genannt hat. Aber es sind doch ganz zweifellos die Stellen, die mit der Einweisung beschäftigt waren, Staatspolizeistellen oder Staatspolizeileitstellen. Keineswegs allein. Aber sie waren mit daran beteiligt. Eine Art der Einlieferung war der Schutzhaftbefehl der Staatspolizei. Eine andere Art war der Schutzhaftbefehl der Kriminalpolizei. Nun eine weitere... Oder der Gerichte. Eine weitere Erklärung wollen Sie bitte abgeben zu der Frage 5. Die Aktion in Dänemark. No delicate question for yet. Noch nicht, Herr Präsident. What? Noch nicht. Why? Frage 4. Frage 4. Ja. Ob es nicht eine Tatsache ist, dass im Juli oder August 1944 ein Befehl an die Kommandeure von Himmler durch Kaltenbrunner als Chef herausgegeben worden sei, wonach Mitglieder aller angloamerikanischer Kommandotruppen der SIPO von der Wehrmacht übergeben werden sollten. Herr Präsident, diese Frage wollte ich bei anderer Gelegenheit eingehend behandeln, anhand von Dokumenten, aber ich kann sie auch jetzt schon hier behandeln. Ich darf Sie vielleicht gleich beantworten, Hohes Gericht. I don't care how you deal with it. I thought you were taking him through this document. Ich bitte Sie gleich beantworten zu dürfen. Bitte. Die Antwort auf diese Frage ist einfach. Die Staatsanwaltschaft selbst hat durch ein Dokument in ganz anderer Form die Behauptung aufgestellt, die Staatspolizei habe sich schuldig gemacht, indem sie diesen Tatbestand gesetzt hat. In diesem Dokument sagt die Staatsanwaltschaft selbst, dass es von Müller erlassen sei. Hier wird aber dem Zeugen gesagt, von Himmler durch Kaltenbrunner als Chef der Sicherheitspolizei und des SD herausgegeben. Und das Dokument ist, soweit mir erinnerlich ist, die Zahl habe ich nicht im Kopfe, unterschrieben mit Müller. Ich will Ihnen dieses Dokument vorlegen. Das ist das Dokument 1650 PS und US Beweisstück Nummer. Wo ist es? 1650, haben Sie es da? Schauen Sie mal da. In diesem Dokument. 1650 PS. Und US 246. Das Dokument ist überschrieben Geheime Staatspolizei, Staatspolizeistelle Köln, Außendienststelle Aachen. Datiert vom 4. März 1944, Fernschreiben, geheime Reichssache. Betrifft Maßnahmen gegen wiederergriffene Flüchtige, kriegsgefangene Offiziere und nicht arbeitende Unteroffiziere, mit Ausnahme britischer und amerikanischer Kriegsgefangener.
The document you've now put forward is a document in March 1944. The question, number four, relates to a document in July or August 1944. Über Juli und August 1944 liegt mir kein Dokument vor. Vielleicht kann der Angeklagte jetzt erklären, ob ein solcher Befehl Himmlers bestand und ob ein solcher Befehl Himmlers durch Sie weitergegeben worden ist. Ja oder nein? Ich habe vom Bestehen eines solchen Befehles hier zum ersten Mal gehört. Und ich glaube, es ist auf einen Irrtum der Anklagebehörde zurückzuführen, dass es in der Frage auf Juli oder August, ich glaube, dass die Staatsanwaltschaft das Dokument vom 4. März 1944 meint. So, dieses Dokument, dieser Befehl ist Ihnen nicht bekannt vom Juli dieser oder Befehl August? Dieser Befehl ist mir weder bekannt gewesen, noch in meiner Amtszeit bekannt geworden. Dr. Kaufmann, it's perfectly obvious, isn't it? Perfectly obvious that the document to which you are referring has got nothing to do with this question at all. Because this document of March concerns measures to be taken against captured, escaped prisoners of war, officers or non-working, non-commissioned officers, except British and American prisoners of war. That's the document. I don't think so. I think the affidavit is wrong. I think it is yes. March. No, I don't think so. If the affidavit is... Ein solches Dokument habe ich nicht vom Juli, August 1944. Dann lasse ich diesen... There may be, I don't know whether there's a document of July, August 44 at all. But all I'm saying to you is that the document you've put to the witness now of March 1944 can't be the document referred to in question number four because it deals with an entirely different subject matter. Ja, das ist richtig. Ich vermute, Herr Präsident, dass es sich hält ab? Ja, ich glaube, ich kann etwas aufklären. Ich vermute, dass diese Bekundung des Zeugen auf den Befehl, den sogenannten Kommandobefehl Hitlers vom 18. Oktober 1942 zurückgeht und dass hier eine Auswirkung dieses Befehles aus dem Jahre 1942 ist. So wird es sein. Colonel Amin. Can you tell us whether the prosecution, in putting this question, were referring to a document of March 1944, or whether they were referring to a document of July or August 1942? Well, we, Your Lordship, were not referring to any document that was brought up by the witness. But since that time, we have confirmed from another document, which I think we have here at the table, referring to this same
the document or a document of that same date. Now, the witness's feeling was that that document had been destroyed after reading. But that there was such an order apparently is borne out by another document which we have here, which has not come before the tribunal in any way at all. In other words, this document was brought up in the first instance by the witness himself. But is the document to which Dr. Kaufman has referred of March 44, has that got anything to do with it? It's not the document, and has nothing whatsoever to do with it. Dann darf ich zur nächsten Frage übergehen. Es handelt sich um die Judenverfolgung in Dänemark. Wollen Sie dazu eine Erklärung abgeben? Die Erklärung, die in dem Affidavit Mildners, das heute früh von Ihnen verlesen worden ist, ist allein richtig. Ist das Ihre Erklärung? Ich habe mit einer Entfernung von Juden aus Dänemark niemals irgendetwas zu tun gehabt. Ein solcher Befehl kann nur von Himmler gegeben worden sein und wurde auch als ein direkter Himmlerbefehl von Mildner bestätigt. Diese Ziffer C der Frage 5 sagt indessen, dass kurz nach Ihrer Rückkehr nach Kopenhagen Sie, das ist der Zeuge Mildner, einen direkten Befehl von Himmler empfangen haben, der durch Kaltenbrunner als Chef kam. Ich habe niemals einen solchen Befehl durch meine Hände gehen lassen und auch niemals einen solchen Befehl von Himmler selbst bekommen. Es ist auch vollkommen unmöglich, weil ja Dänemark seinen eigenen höheren SS- und Polizeiführer hatte, der als direkter Repräsentant Himmlers an Ort und Stelle ihm unterstand und nicht dem Reichssicherheitshauptamt. Und diesem höheren SS- und Polizeiführer der jeweilige Befehlshaber der Sicherheitspolizei. Zur Frage 6. Ich konnte ja auch organisatorisch keinen solchen Befehl nach Dänemark geben. Zur Frage 6 bitte. Frage, ob es nicht eine Tatsache sei, dass die Aktion Eichmann nicht erfolgreich gewesen sei und dass Müller dem Mildner befohlen habe, einen entsprechenden Bericht abzufassen. Und dass eben dieser Bericht direkt an den Chef der Sicherheitspolizei und SSD Kaltenbrunner gesandt worden sei. Das hat der Zeuge bejaht. Ist Ihnen ein solcher Bericht aus Dänemark bekannt? Mir ist von diesem Bericht nicht nur nichts bekannt, sondern ich weiß mit Bestimmtheit, ich habe ja Himmler nicht einmal, sondern dutzendmal in diesen Fragen angesprochen, dass er jeden Bericht Eichmanns unmittelbar erhalten hat, meist sogar ohne Müller dabei zu beteiligen. Zum Affidavit Höttl bitte ich überzugehen, das keine, soweit ich es übersehen habe, wesentlichen Abänderungen enthält gegenüber dem mir abgegebenen Affidavit. Wünscht das Gericht, dass ich hier eine Frage stelle? Dann frage ich zur Frage 5b. Dass Befehle von Einlieferungen in Konzentrationslager und Freilassungen von dort vom Reichssicherheitshauptamt kamen, ist mir bekannt, dass alle derartigen Befehle vom Reichssicherheitshauptamt stammten, wusste ich nicht. Über Hinrichtungsbefehle durch das Reichssicherheitshauptamt habe ich keine Kenntnis. Wie ist hierzu Ihre Stellungnahme? Hinrichtungsbefehle durch das Reichssicherheitshauptamt konnten nur dann gekommen sein, wenn Himmler Müller die Weitergabe dieser Befehle befohlen hatte. Ich glaube aber, dass dies in ganz seltenen Fällen der Fall gewesen sein kann und meistens nur dann, wenn Müller vorher ein Gerichtsurteil
Himmler bekannt gemacht hat. Herr Präsident, der Angeklagte hat mich vor einigen Minuten gebeten, noch eine Erklärung zu dem besprochenen Dokument 1063 abzugeben. Er hatte seine Unterschrift bestritten. Ich glaube, er will jetzt sagen, dass diese Unterschrift von ihm stammt. Es ist dies das Dokument des Reichssicherheitshauptamtes vom 26. Juli 1943. Wollen Sie das Dokument nochmals haben? Dr. Kaufmann, it's 1063B, is it not? BPS. PS. 1063B, PS. 1063B. B. I. Hm. Können Sie sich was einen Durchschlag geben? You got the original there? Das Original, ich habe nur eine Fotokopie. Original habe ich nicht. Let me see it. Nein. Well, what's the question? Geben Sie Ihre Erklärung ab. Ja, es ist ein Irrtum Ihrerseits, Herr Dr. Kaufmann. Ich habe nicht meine Unterschrift bestritten, sondern ich habe erklärt, dass ich annehmen muss, dass ich diesen Befehl erst nach Ausgabe zur Kenntnis bekommen habe und dass am ursprünglichen Befehl vermutlich meine Unterschrift nicht enthalten gewesen ist. Das habe ich gesagt. Ich erinnere mich aber jetzt durch die Klausel beglaubigt Kanzleiangestellte, dass sich hier offenbar um einen bereits von mir im Original unterschriebenen Erlass gehandelt hat. Ich entnehme weiter aus den ersten Worten dieses Erlasses: Der Reichsführer SS hat genehmigt, und so weiter, dass sich dieser Erlass auf einen persönlichen Vortrag, den ich gehalten haben muss, bei Himmler gegründet hat. Und dass ich bei diesem Vortrag, ich erinnere an das Datum 26. Juli 1943, offenbar den ersten Vorstoß bei Himmler unternommen habe, auf Lockerung bzw. Abänderung des Zustandes, dass in solchen Fällen, in denen bisher ja nur in Konzentrationslager eingeliefert wurde, nicht mehr in Konzentrationslager eingeliefert wird, sondern weil es sich ausgesprochen um leichte Fälle handeln musste, in Arbeitserziehungslager, und dass er hier die erste Differenzierung machen solle zwischen Konzentrationslager und Arbeitserziehungslager. Ja. Es war also meiner Ansicht nach das Resultat meines ersten Vorstoßes bei ihm gegen das Konzentrationslagersystem. Und drittens möchte ich hinweisen, dass dieser Erlass die Nummer römisch 2c trägt. Also kein Erlass ist, der aus den polizeilich-exekutiven Ämtern Staatspolizei oder Kriminalpolizei gekommen ist, sondern aus der administrativen Ebene. Jetzt ist es genügt, völlig zur Aufklärung. Die Anklage macht Sie verantwortlich für die Einweisung von rassisch und politisch unerwünschten Personen in Konzentrationslager. Wie viele Konzentrationslager waren Ihnen nach Ernennung zum Chef des Reichssicherheitshauptamtes bekannt geworden? Zur Zeit meiner Ernennung habe ich 3 Konzentrationslager gekannt.
Wenn Sie waren... Am Ende meiner Amtstätigkeit waren es im gesamten Reich 12. Wie viel gab es insgesamt? Es gab noch ein 13. Das war das SS-Straflager Danzig-Matzkau. Es gab insgesamt im Reich 13 Konzentrationslager. Wie erklären Sie sich die Wandkarte, die Sie ja gesehen haben, mit vielen roten Punkten, die auch Konzentrationslager darstellen sollen? Diese Darstellung ist unbedingt irreführend. Ich habe diese Karte hier hängen gesehen. Es sind oder müssen alle jene Rüstungsstätten, Fabriken, Orte öffentlicher Arbeiten und so weiter, in denen Häftlinge aus Konzentrationslagern zum Arbeitseinsatz angesetzt waren, als Konzentrationslager bezeichnet worden sein. Anders kann ich mir diese Sündflut von roten Punkten nicht erklären. Machen Sie einen Unterschied zwischen diesen kleineren Lagern und den eigentlichen Konzentrationslagern und weshalb? Dieser Unterschied ist vollkommen augenfällig und zwar aus folgendem Grunde. Jeder Arbeiter, der in der Rüstungsindustrie eingesetzt gewesen ist, jeder Häftling, hat dort im selben Unternehmen und im selben Betrieb gearbeitet wie jeder ausländische oder deutsche Arbeiter dieses Betriebes. Der Unterschied hat lediglich darin bestanden, dass der deutsche Arbeiter am Arbeitsschluss, am Ende des Tages, zu seiner Familie heimging, währenddem der Häftling des Arbeitslagers in das Lager zurückkehren musste. Es wird Ihnen zum Vorwurf gemacht, Sie hätten das Konzentrationslager Mauthausen gegründet. Sie hätten dieses Lager wiederholt besichtigt. Ein hier erschienener Zeuge Höllriegel hat bekundet, er habe Sie in diesem Lager gesehen. Er hat weiter bekundet, Sie gesehen zu haben bei der Besichtigung der Gaskammern, und zwar in Funktion. Es besteht ein Affidavit des bereits heute genannten Zutter, der ebenfalls Sie in dem Konzentrationslager Mauthausen gesehen haben will. Daraus schließt die Anklage, dass Sie auch über die gesamten menschenunwürdigen Zustände genauestens orientiert gewesen sein müssen. Ich frage Sie nun, sind diese Bekundungen richtig oder falsch? Wann haben Sie die Besichtigungen vorgenommen und welche Beobachtungen haben Sie gemacht? Diese Bekundungen sind falsch. Ich habe in Österreich bis 1943 wirkend kein Konzentrationslager gegründet. Ich habe ab 1943 im Reich kein Konzentrationslager begründet. Es ist jedes Konzentrationslager des Reiches, wie ich heute ganz genau weiß und wie hier auch ganz bestimmt längst erwiesen ist, von Himmler durch Befehlsgebung an Pol gegründet worden. Dies trifft ebenfalls, und das muss ich hier besonders betonen, auf das Lager Mauthausen zu. Von der Gründung des Lagers Mauthausen ist jede österreichische Dienststelle nicht nur ausgeschaltet, sondern auf das Unliebsamste überrascht gewesen, weil weder der Begriff eines Konzentrationslagers in Österreich in diesem Sinne bekannt gewesen ist, noch die Notwendigkeit hierzu bestanden hat, irgendwo in Österreich ein Lager einzurichten. Und nun in Deutschland, im Altreich? Wie meinen Sie das? Frage ich bezüglich der Kenntnis der Zustände.
Von Zuständen im Konzentrationslager habe ich schrittweise mehr und mehr gehört. Das ist selbstverständlich, und zwar habe ich schon auf dem Weg des gesamten inneren, innerdeutschen und innerpolitischen Nachrichtenwesens hören müssen davon. Haben Sie nicht, wie Höllriegel bekundet hat, die Gaskammern in Funktion gesehen? Ich habe niemals, weder in Funktion noch sonst wie, eine Gaskammer gesehen. Don't go too fast. Make pauses between your questions and the answers, and don't speak so fast. Gradually, by way of intelligence, he heard of the concentration camps in the Reich. Is that right? Sie sollen schrittweise von den Zuständen in den Konzentrationslagern in Kenntnis bekommen haben. Sagten Sie eben. Jawohl. Haben Sie meine letzte Frage noch? Nein. Ob Sie die Gaskammern in Funktion gesehen haben? In ja, die Frage habe ich beantwortet. Ich habe niemals eine Gaskammer auch nicht in Funktion gesehen. Ich wusste von dem Bestehen einer solchen in Mauthausen niemals etwas. Eine diesbezügliche Bekundung ist restlos falsch. Ich habe das Haftlager Mauthausen, also das eigentliche Konzentrationslager, überhaupt niemals betreten. Ich bin in Mauthausen gewesen, aber nicht in diesem Haftlager, sondern im Arbeitslager. Der gesamte Komplex Mauthausen, soweit er mir heute in Erinnerung ist, erstreckt sich über ein Gelände von 6 Kilometern. Innerhalb dieser 6 Kilometer sind ein Raum von vielleicht 5 oder 4,5 Kilometer Arbeitsstätte. Hier handelt es sich um die größten Granitsteinbrüche, die in Österreich vorkommen und die im Eigentum der Stadtgemeinde Wien gestanden haben. Es wird hier ein Bild gezeigt, wonach Sie mit Himmler und Zierreis abgebildet sind. Darauf wollte ich eben zu sprechen kommen. Diese Steinbrüche gehörten der Stadtgemeinde Wien. Die Stadtgemeinde Wien hat ein wichtigstes Interesse daran gehabt, vom Granitbezug für das gesamte Straßenpflaster Wiens nicht ausgeschlossen zu werden. Nun ist aufgrund des Reichsleistungsgesetzes, wie ich später wusste, durch das Wirtschafts- und Verwaltungshauptamt Pol dieser große Steinbruch aus dem Eigentum der Gemeinde Wien enteignet worden. Und Wien ist durch längere Zeit hindurch von jedem Granitbezug ausgeschlossen gewesen. Nun hat sich die Stadtgemeinde an mich gewandt. Ich soll bei Himmler dagegen vorstellig werden. Und so ist es gekommen, dass bei einer Besichtigungsreise Himmlers in Süddeutschland dieser auch Österreich und Mauthausen berührt hat und mich hinbestellte. Und so ist es gekommen, dass ich mit Himmler in diesem Steinbruch gewesen bin. Ob ich dabei fotografiert wurde oder nicht, das weiß ich heute nicht. Ich habe das Bild bis jetzt nicht gesehen. Ich kann daher auch meine Person nicht identifizieren. Himmler hat, darf ich das noch ergänzen? Weder bei diesem Anlass noch bei irgendeinem anderen Anlass mich jemals in ein Haftlager geführt oder mich auch nur angeregt, ein solches Lager zu besichtigen. Wie ich später gewusst habe, hat er das aus gewissen Absichten nicht getan. Ich hätte aber auch niemals eine solche Inspektion mitgemacht, weil ich genau weiß, dass er mir ebenso wie verschiedenen anderen Personen, die er zu solchen Besuchen eingeladen hat, Potemkinsche Dörfer aufgebaut worden sind und er den Betrieb im Konzentrationslager, wie es wirklich gewesen ist, außer jener Handvoll Männer des Wirtschafts- und Verwaltungshauptamtes, niemandem hat irgend die geringste Einsicht gewährt. Dazu eine Frage. Sie sprechen von der Handvoll Männer. Gehörten Sie also nicht dazu? Ausgeschlossen. Zu dieser Handvoll Männer gehört der Dienstweg, Himmler, Pohl, Glücks, Lagerkommandant.
Bezüglich des Konzentrationslagers Mauthausen liegt ein Dokument vor, zu dem Sie jetzt Stellung nehmen wollen. Das ist das Dokument 1650 PS, das dem Gericht bereits vorliegt, vom 4. März 1944. Es betrifft den Kugelerlass, den sogenannten Kugelerlass. Einstufung des Lagers Römisch 3. Maßnahmen gegen wiederergriffene, flüchtige, kriegsgefangene Offiziere und nicht arbeitende Unteroffiziere, mit Ausnahme britischer und amerikanischer Kriegsgefangener. Dieses Dokument ist dem Inhalt nach dem Gericht bereits bekannt. Ich glaube nicht, dass ich es zu verlesen brauche. Der Angeklagte Kaltenbrunner soll dazu eine Erklärung abgeben, ob ihm dieser Sachverhalt bekannt geworden ist. Und US 246. Schreiben Sie die E-Mail an. Defendant Gehring is absent from this session. Haben Sie das Dokument 1650 PS US 246 gelesen? Jawohl, ich habe das Dokument gelesen. Es handelt sich hierbei, wie hervorgehoben, um den berüchtigten sogenannten Kugelerlass. Wann haben Sie hiervon erfahren? Ich habe den Kugelerlass selbst nicht gekannt. Es muss das ein Erlass gewesen sein, der lange Zeit vor meiner Amtsübernahme herausgegeben wurde. Ich habe auch dieses mir hier in Fernschreibkopie gegebene Dokument nicht gesehen. Ich verweise Sie auf die Unterschrift. Wie lautet die Unterschrift? Müller. Dazu war der Mann an sich berechtigt, wenn ein solcher Erlass überhaupt vorgelegen hat. Ich habe aber, und das möchte ich hier ergänzend sagen, um die Wende 44-45 vom Verbindungsführer Himmlers zu Hitler namens Fegelein bei einer meiner Meldungsübergaben im Hauptquartier, welches damals, glaube ich, schon in Berlin gewesen ist, den Namen Kugelerlass gehört, der für mich vollkommen fremder Begriff gewesen ist, weshalb ich ihn fragte, was das sei. Er sagte mir, ein Führerbefehl. Mehr wusste er nicht, sondern nur davon, dass es sich um eine Spezialart der Kriegsgefangenen handle. Mit dieser Auskunft gab ich mich nicht zufrieden und habe am selben Tage Himmler fernschriftlich angeschrieben. Ich bete ihn um Einsichtnahme in einen Befehl des Führers, der sich Kugelerlass nennt. Ich wusste auch damals noch nicht, dass die Staatspolizei mit dem Kugelerlass selbst befasst sei.
Wiederum einige Tage später erschien Müller bei mir im Auftrag Himmlers und gab mir Einsicht in einen Erlass, der aber nicht von Hitler, sondern von Himmler stammte und in welchem Himmler erklärte, er gebe hier einen mündlichen Führerbefehl weiter. Haben Sie... Ich habe auf das hin Himmler geantwortet, dass ich in diesem Führererlass neuerlich feststellen müsse, dass die primitivsten Prinzipien der Genfer Konvention gebrochen seien, wenn auch schon zu einer Zeit, die lange vor meiner Tätigkeit und nach Setzung späterer Rechtsbrüche geschehen sei. Ich bete ihn, dagegen beim Führer vorstellig zu werden und habe diesem Schreiben den Entwurf eines Schreibens Himmler an Hitler beigelegt, in welchem Himmler den Führer bittet, a. diesen Erlass aufzuheben, b. auf jeden Fall die nachgeordneten Dienststellen von dieser seelischen Belastung zu entlasten. Wie war der Erfolg? Der Erfolg war positiv. Es ist zwar nicht der Kugelerlass aufgehoben worden und nicht eine Reihe anderer ebenso bedrückender Befehle. Es ist aber insofern positiv gewesen, als hier im Februar 1945 zum ersten Mal überhaupt von Hitler die Fühlungnahme mit dem Internationalen Roten Kreuz gestattet wurde, die bis dorthin strengstens verboten gewesen ist. Ist diese Aktion des Roten Kreuzes durch Sie eingeleitet worden und bezog sich diese Aktion auf Besichtigung der Konzentrationslager? Hier muss ich sagen, ja und nein, denn sie traf sich zeitlich mit dem Ersuchen des Roten Kreuzes seinerseits, und zwar des Präsidenten Burkhardt, auf sofortige und direkte Füllungnahme. Ich möchte sagen, hier haben sich beide Wege so ziemlich im selben Zeitpunkt begegnet. Es sind, wie von der Anklage... Ich bitte mich aber nicht misszuverstehen. Es haben selbstverständlich außerdem und früher viele Versuche stattgefunden mit dem Roten Kreuz, ich möchte sagen, hinter dem Rücken Hitlers in Füllung zu kommen. Wobei ich zum Beispiel auf die ständige Verbindung des Auswärtigen Amtes verweise. Wenn ich Sie recht verstehe, wollen Sie das an Professor Burkhardt gestellte Ansinnen, die Konzentrationslager zu besuchen, als eine Entlastung für sich selbst anführen? Ja, selbstverständlich. Aber ich bitte, darüber noch viel ausführlicher und an anderer Stelle sprechen zu dürfen, weil das zeitlich jetzt nicht hereinpasst. Die Anklage hat behauptet, während ihrer Amtszeit seien zwei Konzentrationslager errichtet worden, und zwar neu, Lublin und Herzogenbusch. Haben Sie irgendetwas hierüber erfahren? Wer könnte die Errichtung dieser Konzentrationslager befohlen haben? Über den Zeitpunkt der Errichtung dieser beiden Konzentrationslager bin ich nicht orientiert. Das eine Lublin, das andere Herzogenbusch, unterstehen befehlswegsmäßig über das Wirtschaftsverwaltungshauptamt den höheren SS- und Polizeiführern der betreffenden besetzten Gebiete. Also haben die Hauptämter in Berlin
damit nichts zu tun. Nun, nur auf die Frage bitte ich mir zu beantworten, ja oder nein. Ist Ihnen das Konzentrationslager Auschwitz als solches bekannt gewesen? Nein, es ist mir erst bekannt geworden im November 1943. War Ihnen gleichzeitig mit der Kenntnis der Existenz dieses Lagers auch die Bedeutung dieses Lagers bekannt? Keineswegs. Nämlich als ein ausgesprochenes Vernichtungslager für von Eichmann eingelieferte Juden? Nein, als solches konnte es auch niemandem bekannt sein. Denn auf die Frage an Himmler, warum dort ein so großes Konzentrationslager errichtet worden sei, hat er stets die Antwort gegeben, wegen der Nähe der großen Rüstungsbetriebe. Ich glaube, er hat Witkowitz und verschiedene andere genannt. Jedenfalls hat er von Auschwitz, muss das besonders gesagt werden, eine derartige, dichte Absperrung und Geheimhaltung dieses Lagers und der Vorgänge darin getroffen, dass die Behauptung nicht nur der Angeklagten, sondern jedermanns, der hier von Amerikanern gefragt wird, was wissen Sie davon, und er mit Nein antwortet, als glaubwürdig angenommen werden muss. Eine der furchtbarsten Ausschreitungen betrifft dieses genannte Lager Auschwitz. Dieses Lager Auschwitz steht unter der geistigen Leitung des berüchtigten Eichmann. Nun frage ich Sie, wann haben Sie Eichmann kennengelernt? Ich habe Eichmann gekannt aus meiner Heimatstadt Linz. Die Anklage behauptet und heute in einem Affidavit dieses zu konstruieren versucht worden, ich sei ein Freund oder ein mindestens naher Bekannter Eichmanns gewesen. Hierzu möchte ich Ihnen Folgendes unter besonderer Berufung auf meine Wahrheitspflicht erwidern. Ich habe einen anderen Begriff von naher Bekanntschaft oder gar von Freundschaft. Ich habe von der Existenz Eichmanns in Linz deshalb erfahren, weil sein Vater als Direktor der Elektrobaugesellschaft in Linz, die mein Vater rechtsfreundlich zu vertreten hatte, bekannt gewesen ist. Und er als Sohn seines Vaters im selben Gymnasium wie meine Brüder studierte. Es ist auch die Behauptung, Hüttels zum Beispiel, ich hätte ihn in einem SS-Sturm in Linz kennengelernt. Falsch. Denn als ich in die SS gekommen bin, war, wie ich später erfahren habe, Eichmann längst in das Reich geflohen. Zweitens, ich habe diesen selben Eichmann, wie die Angler behauptet, 32 zum ersten Mal gesehen. Kann sein, dass ich ihn 32 einmal gesehen habe in Linz. Zum zweiten Mal gesehen, im März oder Februar 1945. Habe ihn also 13 Jahre lang nicht gesehen. Und nach diesem letzten Sehen auch wiederum nicht. Sodass ich also aus zwei persönlichen Begegnungen oder Berührungen mit Eichmann wohl den Schluss ziehen darf, dass ich mit ihm weder befreundet noch besonders bekannt gewesen bin. Es ist richtig, dass er sich bei dieser zweiten persönlichen Berührung an mich herangemacht hat und mir gesagt hat, Obergruppenführer, Eichmann ist mein Name, ich stamme auch aus Linz. Und dass ich ihm auf das hin gesagt habe, freut mich, wie geht's zu Hause oder sowas ähnliches. Aber jedenfalls keine dienstlichen Berührungen mit ihm. Es war gestern vom Zeugen Lammers bekundet worden, dass im Sicherheitshauptamt eine Besprechung über die sogenannte Endlösung stattgefunden habe. Haben Sie davon Kenntnis erhalten? Nein. Ich glaube, dass der Zeuge Lammers und auch ein anderer Zeuge erklären, dass von Eichmann vielleicht mit meinem Namen eine Besprechung im Reichssicherheitshauptamt Februar oder März 1943 einberufen worden sei.
eine sogenannte Referentenbesprechung verschiedener Ressorts. Ich muss dazu erklären, dass ich erstens zwar nominell am 30. Januar abends in Berlin meinen Dienst angetreten habe, dann aber bis Mai, mit Ausnahme einiger Antrittsbesuche in Berlin, überhaupt nicht in Berlin gewesen bin, sondern in Wien unten den Kern meines Nachrichtenapparates vergrößert habe, um ihn dann restlos nach Berlin zu überführen. Eine Frage dazwischen. Wann haben Sie erstmals davon gehört, dass das Lager Auschwitz ein Vernichtungslager sei? Das hat mir Himmler im Jahre 1944, Februar oder März gesagt. Welches war Ihre Einstellung zu... Das heißt, er hat es mir nicht gesagt, sondern er hat es zugegeben. Welches war, nachdem Sie Kenntnis genommen hatten, Ihre Einstellung dazu? Verstehe ich nicht. Verzeihen Sie. Wie haben Sie sich verhalten, nachdem Sie Kenntnis erhalten hatten? Ich habe von dem Befehl Hitlers an Heydrich zur Endlösung der Judenfrage zum Zeitpunkt meines Antrittes im Amt keine Kenntnis gehabt. Ich habe im Sommer 1943 aus der ausländischen Presse, aus Feinfunknachrichten und durch Didn't that come through? Well, what I said was this. You asked him what he did, or what his attitude was the phrase you used. I suppose you meant what he did, when he first heard that Auschwitz was an extermination camp in February or March 1944. And he's now telling us a long story about something about Heydrich. Halten Sie sich möglichst an die Beantwortung, unmittelbare Beantwortung dieser Frage. Welches war Ihre Einstellung nach Erlangung der Kenntnis? Ganz kurz und prägnant, bitte. Ich habe sofort nach Erlangung dieser Kenntnis, ebenso wie ich es aber auch schon früher getan habe, nicht in der Meinung, gegen die Endlösung anzukämpfen, sondern überhaupt gegen diese Art der Behandlung des Judenproblems anzukämpfen, schon viel früher eingeschritten. Und aus diesem Grunde wollte ich erklären, wie ich zur gesamten Judenfrage hingeführt wurde, aus meinen nachrichtendienstlichen Erkenntnissen und was ich dagegen getan habe. Was? We still don't know what you did. Ja. Was haben Sie getan? Ich frage jetzt letztmals. Um zu erklären, was ich getan habe, muss ich erklären, wann ich es erfahren habe und wie ich reagiert habe darauf. Ich muss ja erst auch sagen, wann ich es erfahren habe. Das haben Sie bereits ja gesagt. Sie brauchen nun Ihre Reaktion zu erklären. Ich habe sowohl bei Hitler erstmals als sofort, zwar war das aus technischen Gründen nicht anders möglich, einen Tag nach Hitler bei Himmler Vorstellungen erhoben. Ich habe aber nicht nur hingewiesen auf meine persönliche Einstellung und auf meine total andere Auffassung, die ich aus Österreich mitgenommen hatte, auf meine Bedenken humanitärer Art, nicht allein auf diese, sondern ich habe sofort am ersten Tage und in fast jedem meiner außenpolitischen Lageberichte der nächsten Zeit bis zum Schluss gesagt, dass es keine Feindmacht geben kann, die mit diesem Reich, das sich mit dieser Schuld beladen hat, in irgendein Gespräch einlässt. Und das Verlangen Himmlers an mich und Hitlers und verschiedener anderer Dienststellen ist es ja gewesen,
gerade durch den Nachrichtensektor irgendwo eine Gesprächsatmosphäre aufzubauen oder aufzumachen zur Herbeiführung eines Gespräches mit den Feindmächten. Jetzt eine weitere Frage. Wann ist die Judenverfolgung eingestellt worden? Im Oktober 1944. Wollen Sie behaupten, dass diese Einstellung irgendwie auf Ihre Interventionen zurückzuführen ist? Ich bin felsenfest überzeugt davon, dass ich hieran den Hauptanteil trage, wenngleich auch verschiedene andere Persönlichkeiten und Kräfte in der gleichen Richtung operiert haben. Aber ich glaube nicht, dass es jemanden gegeben hat, der bei jeder Begegnung Himmler diesbezüglich in den Ohren gelegen hat. Und ich glaube auch nicht, dass es jemanden gegeben hat, der mit solcher Offenheit und in einer solchen Selbstverleugnung mit Hitler gesprochen hat. War der Auftrag an Eichmann ein Auftrag, der zunächst von Himmler an das Reichssicherheitshauptamt ging und dann an Eichmann? Oder war dieser Auftrag ein ganz persönlicher Auftrag, der außer der Kompetenz des Reichssicherungshauptamtes lag? Ich kann mir das ja natürlich heute teilweise nur rekonstruieren. Dabei gewesen bin ich ja nicht, als diese Befehle erteilt wurden. Ich habe aber Anhaltspunkte dafür, dass die Befehlsgebung auf dem Wege Hitler, Heydrich, Eichmann erfolgt ist. Dass Himmler kurz nach Heydrich unterrichtet wurde und dass Himmler nach dem Tode Heydrichs mit Eichmann wahrscheinlich sehr oft auch unter Umgehung Müllers unmittelbar weitergearbeitet hat. Der hier vernommene Zeuge Wislizeni, das will ich Ihnen noch vorhalten, hat am 3. Januar bekundet, dass in der Zeit von April 1942 bis Oktober 1944 die Endlösung praktisch durchgeführt wurde. Wislizeni berichtet von einem persönlichen Befehl Himmlers und bekundet ferner, dass Eichmann der persönlich Beauftragte gewesen sei. Er sagt dann aber weiter Folgendes: Die Judenvernichtung ist unter Kaltenbrunner ohne Schwächung oder Abänderung durchgeführt worden. Entsprechende Berichte Eichmanns seien in regelmäßigen Abständen über Müller an Kaltenbrunner gegangen. Eichmann sei 1944 persönlich bei Kaltenbrunner gewesen. Und Wislizeni habe Unterschriften Kaltenbrunners in solchen Berichten an Himmler gesehen. Das ist die Aussage Wislizeni. Nun meine Frage: Ist diese Aussage im Wesentlichen der Wahrheit entsprechend? Diese Aussage ist falsch. Ich kann sie aber aufklären. Um am Schlusse Ihrer Erinnerung zu beginnen. Wislizeni kann eine einzige Unterschrift von mir gesehen haben, aber nicht in einem Bericht an Himmler, den ich von Eichmann Müller bekommen habe, sondern auf einem Brief, den ich an Himmler geschrieben habe und dessen Abschrift ich Müller und Eichmann zur Kenntnis gegeben habe und in welchem ich Bezug nehme auf meinen letzten Vortrag bei Himmler in der Judenfrage. Da habe ich auch zum ersten Mal gehört, dass Eichmann in dieser Richtung tätig gewesen sei. Und um von vornherein klarzustellen für Eichmann, dass ich nichts mit dieser Tätigkeit gemein habe, habe ich über Müller dem Mann eine Abschrift dieses Briefes an Himmler gegeben. In diesem Brief an Himmler ist enthalten gewesen,
dass ich von ihm nunmehr die Stellungnahme erbitte, weil ich beim Führer wiederum zum Vortrag bestellt sei und dem Führer restlos Tätigkeit Himmlers berichte und restlos Entscheidung haben will. Der Zeuge Höttl hat in einem Affidavit bekundet, er habe von Eichmann gehört, dass insgesamt eine Zahl von 4 bis 5 Millionen jüdischer Menschen vernichtet worden seien. Davon in Auschwitz etwa 2 Millionen. Haben Sie derartige Zahlen gehört? Ich habe niemals derartige Zahlen gehört. Ich habe Himmler aber darauf angesprochen, ob er denn überhaupt einen Überblick über alle bisherigen Verbrechen besitze. Ich habe diese Frage an ihn gerichtet, damit er das Ausmaß der Katastrophe, die sich anschließen muss, erkennen möge. Er hat mir erklärt, er habe keine Zahlenunterlagen. Ich glaube dies nicht. Ich bin auch überzeugt, er hat sie gehabt. Wollen Sie in diesem Punkt eine Verantwortung übernehmen oder wollen Sie die Verantwortung in diesem Punkt ablehnen? Ich muss in diesem Punkt die Verantwortung restlos ablehnen, und zwar deshalb, weil ich hoffe, auch durch Burkhardt beweisen zu können, dass es niemanden gegeben hat, der sich mehr exponiert hätte in dieser Frage zugunsten einer anderen Lösung. Ich komme jetzt auf ein Dokument zu sprechen, 14R135, US-Beweisstück 289. Es ist dies ein Brief des Reichskommissars aus Riga vom 18.06.1943. I didn't hear the number. R135, US-Beweisstück 289. Betrifft Judenaktionen im Gefängnis von Minsk. Und zwar ein Brief des Strafanstaltsverwalters aus Minsk, gerichtet an den Generalkommissar für Weißruthenien in Minsk. Wollen Sie zu diesem Dokument eine Erklärung abgeben? Sowohl aus der Unterschrift als aus dem Namen des Empfängers geht hervor, dass dieser Brief mir nicht zur Kenntnis kommen konnte. Aber auch von seinem materiellen Inhalt weiß ich nichts. Es dürften ja dies auch Ereignisse sein, die sich vor meinem Amtsantritt ereignet haben. Denn wenn der Betreffende im Juni 1943 berichtet, berichtet er jedenfalls über Vorgänge, die sich früher ereignet haben und die auch zu seiner Unterrichtung eine gewisse Zeit benötigten. Ich komme dann zu dem nächsten Dokument, D473, US-Beweisstück 522. Es ist ein Brief des Chefs der Sicherheitspolizei und des SD vom 4. Dezember 1944. Auch hieraus leitet die Anklagebehörde eine schwere Verantwortung für den Angeklagten Kaltenbrunner ab. Es betrifft die Bekämpfung der Kriminalität unter den polnischen und sowjetrussischen Zivilarbeitern. Als Mittel der Ahndung, heißt es in diesem Schreiben, stehen der Kriminalpolizei zur Verfügung
die Polizeihaft und die Einweisung in ein Konzentrationslager als asozialer oder gemeingefährlicher Vorbeugungshäftling. Das Dokument ist unterzeichnet Dr. Kaltenbrunner. Welches ist Ihre Stellungnahme hierzu? Mir ist nicht erinnerlich, dass ich jemals einen solchen Erlass unterzeichnet hätte. Bestreiten Sie, diesen Brief überhaupt unterzeichnet zu haben? Näher gesagt, haben Sie von der Sachlage keine Kenntnis? Nein. Ich lege nunmehr das Dokument 1276 PS USA 525 vor. Die Anklagebehörde bezieht sich auch auf dieses Dokument. Es ist eine Auswirkung des Hitlerbefehls vom 18. Oktober 1942. Danach sollen Fallschirmjäger und aufgegriffene Sabotagetrupps vernichtet werden. Und die Kommandos sollen dem Sicherheitsdienst überstellt werden. In einem Brief mit der Unterschrift Müller vom 17. Juni 1944 an das Oberkommando sollten derartige Fallschirmabspringer in englischer Uniform gemäß diesem Hitlerbefehl behandelt werden. Ich frage Sie nun, haben Sie von diesem von Müller unterzeichneten Schreiben vom 17. Juni 1944 Kenntnis? Und haben Sie überhaupt von diesem Sachverhalt, der dem Dokument zugrunde liegt, Kenntnis gehabt? Ich habe von diesem Sachverhalt und von diesem Dokument keine Kenntnis gehabt. Ich möchte aber in diesem Zusammenhang auf Folgendes verweisen. Ich habe von diesem Befehle Hitlers und von seiner Grundeinstellung zu dieser Frage später Kenntnis bekommen. Ich glaube, es war im Hauptquartier im Februar 1945 und habe dort vor Zeugen und in aller Öffentlichkeit erklärt, dass ich eine solche Behandlung von Soldaten und Gefangenen nicht nur persönlich ablehne, sondern jeden derartigen Befehl Hitlers nicht ausführen würde. Ich glaube, es ist von einem anderen Angeklagten hier ein Zeuge namens Koller aufgerufen, und ich bitte Sie, an diesen Zeugen, der damals Chef des Stabes der Luftwaffe gewesen ist, die Frage zu richten, wie ich glaube noch in persönlicher Gegenwart Hitlers, erklärt habe, zu dieser Frage zu stehen, die mir persönlich erstmals 1945 als seine persönliche Meinung zur Kenntnis gekommen ist. Ich kann nicht mehr tun, als vor diesem gewaltigsten und allmächtigsten Mann, den es im Reich gegeben hat, erklären, wer meinem Befehl nicht gehorcht, gleich welcher Kommandeur, wird erschossen. Und ich kann nicht mehr tun, als in seiner Gegenwart dem Stabschef der Luftwaffe vor anderen Offizieren erklären, ich werde einen solchen Befehl nicht befolgen. Kommen nunmehr auf das Dokument 2990 PS US-Beweisstück 526. Es ist dies eine eidesstattliche Versicherung des Zeugen Schellenberg. Danach fand im Jahre 1944 anlässlich einer Amtschefsbesprechung ein Gespräch statt
zwischen Kaltenbrunner und Müller. Kaltenbrunner soll erklärt haben, dass gegen Aktionen der Bevölkerung gegen Terrorflieger nicht eingegriffen werden dürfe. Dass im Gegenteil die feindliche Stimmung möglichst gefördert werden müsse. Lese dazu noch wenige Sätze aus der Zeugenvernehmung des Zeugen Schellenberg vom 3. Januar 1946 vor. Er sagt, im Jahre 1944 bei einer anderen Gelegenheit hörte ich Bruchstücke eines Gespräches zwischen Kaltenbrunner und Müller. Mir ist folgende Bemerkung klar erinnerlich. Alle Dienststellen der Sicherheitspolizei und SSD, so sagte Kaltenbrunner, sind davon in Kenntnis zu setzen, dass gegen Aktionen der Bevölkerung gegen englische und amerikanische Terrorflieger nicht eingegriffen werden darf. Es liege in dieser Beziehung ein Befehl Himmlers vom 10. August 1943 an den SD vor. Danach sei es nicht Aufgabe der Polizei, bei Zusammenstößen einzugreifen. Ist Ihnen Schellenberg bekannt? Ich muss über die Person Schellenberg etwas mit wenigen Sätzen bitte über die Person Schellenbergs und seine Glaubwürdigkeit in Bezug auf dieses Dokument. Schellenberg war das Protektionskind Heidrichs und hatte, als ich mein Amt angetreten habe, das Amt 6 geführt. The question was, do you know Schellenberg? And he goes off into a long speech without answering the question. Kannten Sie Schellenberg, ja oder nein? Ja, freilich. Schellenberg war der Führer des Amtes 6. Meine zweite Frage, in welchem Verhältnis standen Sie zu diesem Chef 6? Halten Sie diese Aussage für wahr oder nicht wahr? Diese Aussage ist nicht wahr. Und zwar möchte ich auch die Begründung dafür geben, damit das Gericht den Wert dieser Aussage ermessen kann. Schellenberg ist der intimste Freund Himmlers gewesen. Er ist auf Himmlers Befehl bis zum letzten Tage bei ihm geblieben. Er ist der Mann, der für Himmler die letzte Vermittlertätigkeit zu dem schwedischen Grafen Bernadotte zustande gebracht hat. Er ist der Mann gewesen, der im letzten Augenblick die Verbindung über Herrn Müsi in der Schweiz zustande gebracht hat, auf welchem Wege ganz wenige jüdische Häftlinge in die Schweiz und in das Ausland entlassen wurden, um Herrn Himmler und Herrn Schellenberg im Ausland noch rasch einen günstigen Namen zu sichern. Und er ist es gewesen, der zusammen mit einem zweiten Freund Himmlers eine Aktion unternommen hat, um über eine Rabbinerorganisation Nordamerikas vertragsmäßig herbeizuführen, dass in einigen größeren Zeitungen Amerikas in den Headlines eine bessere Besprechung und Reportage der Person Himmlers erwirkt werde. Und diese Machenschaften habe ich Himmler gegenüber und Hitler gegenüber kritisiert bzw. in Misskredit gebracht und erklärt, es sei der Sache und des Reiches unwürdig, in einer so wichtigen Frage Methoden, bitte kurz, wie sie Himmler und Schellenberg hier anwenden, zu handhaben. Der einzig korrekte Weg sei der der sofortigen Aufnahme von Beziehungen zum Roten Kreuz. Und daher habe ich Himmler rechtzeitig bei Präsident Burkhardt präjudiziert
und ihn gezwungen, in dieser Frage eine andere Stellung einzunehmen, indem ich Burkhardt selbst gebeten habe, in die Lage zu gehen. Ich habe eine völlig andere Frage gestellt. Ich muss aber diese Frau schicken, damit Sie ermessen können, wie enttäuscht Schellenberg und Himmler von meiner Arbeit sein mussten. Wollen Sie damit... Und weshalb er jetzt ein Interesse hat, mich, wie es in einem Evidevit geschehen ist, des internationalen Wortbruches zu züchtigen. Also, Sie wollen sagen, Schellenberg stand in Widerspruch und Gegensatz zu Ihnen und belastet Sie zu Unrecht. Jawohl. Nun, in diesem Dokument von Schellenberg ist der Vorgang bezüglich der 50 Flieger erwähnt. Und Schellenberg berichtet, dass Sie mit Müller und Nebel zusammen eine Besprechung gehabt hätten und dass Sie zusammen eine Ausrede angestrebt hätten, um in der Öffentlichkeit diese wahren Vorgänge zu kaschieren. Ich frage Sie, wann haben Sie erstmals von der Erschießung der 50 Flieger gehört? Der Fall Sagan, wie er hier genannt wird. Wann haben Sie davon gehört? Eine einfache Frage, bitte. Ist mir erstmals vielleicht 6 Wochen nach seinem Eintreten bekannt geworden. Meine weitere Frage. Wollen Sie damit sagen, dass Sie an der Erschießung in keiner Weise beteiligt waren, dass Sie vielmehr erst nachträglich mit der Angelegenheit befasst wurden? Ja, das will ich sagen. Wollen Sie weiter sagen, dass die Besprechung Schellenbergs sich auch ausschließlich auf diesen späteren Verdunklungsversuch bezieht? Er kann sich nur darauf bezogen haben. Ich komme dann zu dem Dokument 835 PS US-Beweisstück 527. Auch dieses Dokument wird von der Anklage dem Angeklagten zur Last gelegt. Es handelt sich um den sogenannten Nacht- und Nebelerlass. Ein Befehl Hitlers vom 7. Dezember 1941. Ist Ihnen der Begriff Nacht- und Nebelerlass geläufig gewesen? Wann haben Sie erstmals davon gehört? Ich habe erstmals davon im Juni 1945 in London gehört. Dieses Schreiben, dieses Dokument, das ich Ihnen zur Einsicht vorgelegt habe, ist ein Schreiben des Oberkommandos der Wehrmacht vom 2. September 1944 an die Deutsche Waffenstillstandskommission. Unterzeichnet Dr. Lehmann. Es heißt hierin, nach dem Bezugserlass sind alle nichtdeutschen Zivilpersonen der besetzten Gebiete, die die Sicherheit oder Schlagfertigkeit der Besatzungsmacht durch Terror- und Sabotageakten oder in anderer Weise gefährdet haben, der Sicherheitspolizei und dem SD zu übergeben. Bei einer so wichtigen Angelegenheit erscheint es unwahrscheinlich, dass Sie von diesem Sachverhalt und von diesem Nacht- und Nebelerlass keine Kenntnis gehabt haben. Ich habe keine Kenntnis gehabt und bitte, das aufklären zu dürfen. Darf ich vielleicht vorausschicken, dass in keinem Dokument besser
hervorleuchtet, dass dem SD zu Unrecht eine exekutive Handlung beigemessen wird oder Vollmacht beigemessen wird, wie aus diesem Dokument. Es heißt hier in Zeile 4, oder in anderer Weise gefährdet haben, der Sicherheitspolizei und dem SD zu übergeben. Erstens ist es schon ein Nonsens zu behaupten, dass man ein und dieselbe Sache zwei verschiedenen Körperschaften übergibt. Darüber. Entweder der Sicherheitspolizei oder dem SD. Aber es ist dieser Irrtum in den deutschen Sprachgebrauch, selbst bis in einen Führererlass, deshalb hineingekommen, weil, siehe Heydrich, Chef, SIPO und SD im Sprachgebrauch kurz SD genannt wurde. Es ist aber ein glatter Irrtum. Wobei bitte keineswegs der SD von mir weiß Gott wie entlastet werden soll, von anderen Dingen, die er vielleicht begangen hat. Aber ich will damit feststellen, dass seine exekutive Zuständigkeit hiermit falsch festgestellt wird. Aber es ist ja nicht nur vom SD die Rede, sondern auch von der Sicherheitspolizei. Ja, hierzu möchte ich jetzt Folgendes sagen. Dieser Führererlass aus dem Jahr 1941 ist mir nicht bekannt gewesen. Ich bitte sich, in meine Situation zu versetzen. Ich bin Anfang Februar 1943 nach Berlin gekommen. Ich habe mit Ausnahme weniger Antrittsbesuche im Mai meine Tätigkeit aufgenommen. Im vierten Kriegsjahr haben sich die Befehle und Erlasse des Deutschen Reiches auch auf dem exekutiven Sektor zu vielen Tausenden bereits auf den Tischen und in den Schränken der Beamtenschaft befunden. Es ist einem Menschen ganz unmöglich gewesen, auch sie nur im Laufe eines Jahres zu Ende zu lesen. Ich konnte unmöglich die Existenz all dieser Befehle, selbst wenn ich mich hierzu verpflichtet gefühlt hätte, zur Kenntnis nehmen. Ich war aber dazu gar nicht verpflichtet. Und dann bitte ich doch Folgendes zu berücksichtigen. Mein Antrittsdatum war 1. Februar 1943. Am 2. Februar ist Stalingrad übergeben worden. Die größte militärische Katastrophe, das erste ganz große Signalement. This is a long speech in answer to a question as to whether he had seen this letter. He says he didn't see the letter, and then he makes this long speech. Ich stelle Ihnen nunmehr die Frage, wann ist es Ihnen zur Kenntnis gekommen, welche Bedeutung dieser Nacht- und Nebelerlass hatte, was darunter zu verstehen war, bezüglich der Behandlung der betroffenen Personen? Genaue Antwort. Herr Dr. Kaufmann, ich habe vom Bestehen des Erlasses nichts gewusst. Wenn ich gewusst hätte, dass mir hier diese Sache vorgehalten wird, dann hätte ich rechtzeitig einen Zeugen dafür namhaft machen können, aus einem Gefängnis in London, der beweisen kann, dass ich auch drüben keinerlei Ahnung davon hatte. Wir hatten in der Zelle selbst darüber gesprochen. Das Endergebnis ist also Unkenntnis. Restlose Unkenntnis ist Führererlass, Sie kennen nicht. Ich komme nunmehr zu der von der Anklage angezogenen Urkunde PS 526, US 502. Es handelt sich hier um die Landung eines feindlichen Kutters in Norwegen. Der Bericht enthält den Satz: Führerbefehl durch SD vollzogen. Unterschrift unter diesem Dokument fehlt. Das Dokument trägt das Datum 10. Mai 1943.
Es ist eine geheime Kommandosache. Die Überschrift lautet Notiz. Äußern Sie sich bitte zu dem Satz Führerbefehl durch SD vollzogen. Mir ist vom Vollzug eines solchen Führerbefehls nichts bekannt. Ich verweise darauf, dass diese Notiz, eine Notiz offensichtlich einer militärischen Dienststelle gewesen ist, über einen Vorgang zu einer Zeit knapp nach meinem Dienstantritt, aber jedenfalls noch auch in der Zeit, in der ich überhaupt nicht in Berlin gewesen bin. Ich konnte davon gar nicht Kenntnis bekommen. Am Ende des Dokumentes heißt es Wehrmachtsbericht vom 6. April 1943, gibt darüber Folgendes bekannt. In Nordnorwegen wurde ein feindlicher Sabotagetrupp bei der Annäherung an die Küste zum Kampf gestellt und vernichtet. War Ihnen etwas über den Zusammenhang dieses Wehrmachtsberichts, sofern Sie ihn gekannt haben, mit dem eigentlichen Erlass bekannt? Nein. Ich habe natürlich jeden oder fast jeden Wehrmachtsbericht unter den täglichen Eingängen und Berichten gelesen. Aber ich konnte aus dieser Abfassung eine Beteiligung irgendeiner der Dienststellen meines Interessenbereiches nicht feststellen. Ich komme dann zu dem weiteren Dokument, das die Anklage dem Angeklagten zum Vorwurf macht. L37, US-Beweisstück 506. Es handelt sich um die sogenannte Verwandtenhaftung. Es sind also Verbrechen, die an Verwandten begangen wurden, der eigentlich schuldigen Personen. Und dieses Dokument betrifft einen Brief des Kommandeurs der Sicherheitspolizei und des SD in Radom vom 19. Juli 1944, wonach die männlichen Verwandten von Attentätern und Saboteuren erschossen, die weiblichen in Konzentrationslager geschickt werden sollen. Welche Erklärung geben Sie dem Gericht in Bezug auf dieses Dokument und diesen Sachverhalt? Der Bericht beginnt mit den Worten: Der höhere SS- und Polizeiführer Ost hat und so weiter befohlen oder folgenden Befehl erlassen. Der höhere SS- und Polizeiführer Ost ist eine Dienststelle, die unmittelbar, also eine Dienststelle des besetzten Gebietes, dem Reichsführer SS unterstanden hat und nicht irgendeinem Zentralamt in Berlin. Ich konnte daher von diesem Befehl keine Kenntnis haben. Die höheren SS- und Polizeiführer der besetzten Gebiete sind unmittelbar Himmler unterstanden. Dann komme ich zu dem weiteren Vorwurf der Anklage bezüglich der Konzentrationslager Dachau. Hier liegt ein Dokument vor, 3462 PS, US 528. Es ist dies eine Aussage des Gaustabsamtsleiters Gerdes. Die Anklage macht dem Angeklagten zum Vorwurf, er habe das Konzentrationslager Dachau und die beiden zugehörigen Nebenläger Mühldorf und Landsberg durch Bomben
bzw. Gift beseitigen wollen. Ich lese noch einige Sätze aus diesem Dokument vor. Im Dezember, es ist auf Seite 2 der deutschen Übersetzung, ziemlich unten. Im Dezember 1944 oder Januar 1945 hatte ich im Dienstzimmer des Gauleiters Giesler in München, Ludwigstraße 28, Gelegenheit, von einer Geheimverfügung Kaltenbrunners Kenntnis zu nehmen. Der Gauleiter Giesler erhielt diesen Befehl in meiner Gegenwart durch Kurier und nachdem mir die Erlaubnis gegeben wurde, es zu lesen, wurde es zerstört in Übereinstimmung mit dem Vermerk, nach Kenntnis zu vernichten. Der Befehl, der von Kaltenbrunner unterzeichnet war, lautete ungefähr wie folgt: Ich habe im Einvernehmen mit dem Reichsführer SS erwirkt und alle höheren Polizeidienststellen angewiesen, dass jeder Deutsche, der sich in Zukunft an der Verfolgung und Vernichtung der abgesprungenen feindlichen Flugzeugbesatzungen beteiligt, straffrei auszugehen habe. Giesler erzählte mir, dass Kaltenbrunner in dauernder Verbindung mit ihm sei, da er sich große Sorge um das Verhalten der ausländischen Arbeiter und vor allen Dingen der Insassen der Konzentrationslager Dachau, Mühldorf und Landsberg mache, die im Zuge der sich nähernden alliierten Armeen befanden. An einem Dienstag Mitte April 1945 erhielt ich vom Gauleiter einen Anruf, mich für eine Nachtbesprechung freizuhalten. Im Laufe unserer persönlichen Unterhaltung an diesem Abend wurde mir von Gauleiter Giesler eröffnet, dass er von Obergruppenführer Kaltenbrunner eine Weisung erhalten habe, im Auftrag des Führers unverzüglich eine Planung über die Liquidierung des Konzentrationslagers Dachau und der beiden jüdischen Arbeitslager Landsberg und Mühldorf auszuarbeiten. Die Weisung sah vor, die beiden jüdischen Arbeitslager in Landsberg und Mühldorf durch die deutsche Luftwaffe zu vernichten, da die Baustellen dieser Lager in letzter Zeit wiederholt von feindlichen Luftangriffen heimgesucht wurden. Diese Aktion erhielt den Decknamen Wolke A1. Darf ich dazu Stellung nehmen? Bitte zunächst dazu. Kennen Sie Gerdes? Ich kenne Gerdes nicht. Ich habe Gerdes auch nie gesehen. Kennen Sie Giesler? Ich habe Giesler zum letzten Mal im Jahre 1942, September, gesehen. Lag ein Befehl Hitlers vor auf Vernichtung von Konzentrationslagern? Nein. Geben Sie eine vernünftige Erklärung zu diesem Dokument. Zu diesem Dokument eine vernünftige Erklärung zu geben, ist geradezu menschenunmöglich, weil es von A bis Z erfunden und fingiert ist. Ich erkläre dieses Dokument als eine restlose Lüge des Herrn Gerdes und kann nur verweisen
auf das meine Verantwortung unterstützende Aussagematerial des für Bayern allein zuständigen höheren SS- und Polizeiführers Freiherrn von Eberstein, der selbst die Aussage Gerdes für völlig unglaubwürdig bezeichnet. Im Einzelnen möchte ich aber die Vorwürfe noch wie folgt entkräften. Er spricht hier an einem Dienstag Mitte April 1945 erhielt ich von Gauleiter einen Anruf für mich zu einer Nachbesprechung. Er eröffnete mir, dass er von Kaltenbrunner eine Weisung erhalten habe, im Auftrag des Führers, unverzüglich und so weiter. Niemand hat genauer gewusst im Reich, wer für Konzentrationslager zuständig ist und wie er hier Befehle zu erteilen hat als Hitler. Er hätte mir niemals einen solchen Auftrag gegeben. Er konnte ihn mir aber auch gar nicht geben, weil ich vom 28. März bis zum 15. April in Hitlers Auftrag selbst in Oberösterreich gewesen bin und vom 19. April bis 8. Mai, bis zu meiner Gefangennahme, neuerlich und in den wenigen Tagen meiner Anwesenheit in Berlin, ich so genau darstellen kann, wo ich gewesen bin, was ich getan habe, dass eine Befehlsgebung in diese Richtung ausgeschlossen erscheint. Sie müsste aber auch schon früher erfolgt sein, wenn er von hier von Mitte April spricht. Also müsste ich mit Hitler in dieser Frage schon früher gesprochen haben als Mitte April. Denn sonst kann er nicht Mitte April sich zu einer Nachbesprechung freihalten müssen. Ich habe von der Existenz jüdischen Arbeitslagern als Filialen von Dachau keinerlei Kenntnis gehabt in Bayern. Und ich bitte es doch, selbst als irrsinnig zu erkennen, dass ich im April 1945 solchen Befehlen Vorschub leisten würde, wo ich im März 1945 mit dem Präsidenten des Roten Kreuzes Burkhardt mich über die Auslieferung aller Juden, über die Unterstützung aller Juden, über seine persönliche Betreuung aller jüdischen Lager mich bemühe und sie auch erreiche. Hatten Sie eine Möglichkeit, überhaupt auf die deutsche Luftwaffe in dieser Beziehung einzuwirken? Es stand mir weder eine Befehlsmöglichkeit an der Luftwaffe zu. Ich hätte einen solchen Befehl nur über den Chef der Luftwaffe selbst bewerkstelligen können und hätte dort selbstverständlich meine Ablehnung bekommen. Denn wie würde die Luftwaffe die Hand in diesem Zeitpunkt bitte zu bedenken, wo jeder gewusst hat, dass der Krieg zu Ende ist, die Hand hergegeben haben zu einem himmelschreienden Verbrechen? Nun lese ich mit Erlaubnis des Gerichtes, weil es sich auch um einen ungeheuren Vorwurf handelt, noch wenige Sätze aus diesem Dokument vor. Denn auch die Anklage hat diese Sätze in das Protokoll gelesen. Es heißt weiter: Ich war mir darüber im Klaren, diesen Auftrag niemals zur Durchführung zu bringen. Das sagt Gerdes. Da die Aktion Wolke A1 schon längst zur Auslösung gekommen sein sollte, wurde ich förmlich von Kurieren Kaltenbrunners überlaufen. Und ich sollte außerdem die Einzelheiten der Mühldorfer und Landsberger Aktion mit den beiden zuständigen Kreisleitern besprochen haben. Die Kuriere, die in den meisten Fällen aus SS-Offizieren, meistens SS-Untersturmführern bestanden, gaben mir kurze und harte Befehle zum Lesen und Aufzeichnung und drohten mir mit der schwersten Bestrafung, einschließlich Hinrichtung im Falle der Nichtbefolgung.
Ich konnte jedoch die Nichtdurchführung des Planes immer wegen schlechten Fliegerwetters und des Mangels an Brennstoff und Bomben entschuldigen. Kaltenbrunner befahl daher, die Landsberger Juden im Fußmarsch nach Dachau zu führen, um sie in die Dachauer Vergiftungsaktion einzuschließen, während die Mühldorfer Aktion die Gestapo zur Durchführung bringen sollte. Für das Konzentrationslager Dachau befahl Kaltenbrunner eine Aktion Wolkenbrand, die vorsah, die Insassen des Konzentrationslagers Dachau mit Ausnahme der arischen Angehörigen der Westmächte mit Gift zu liquidieren. Gauleiter Giesler erhielt diesen Befehl direkt von Kaltenbrunner und besprach in meinem Beisein mit dem Gesundheitsführer Dr. Harfeld die Beschaffung der erforderlichen Menge von Giftstoff. Dr. Harfeld versprach, diese Menge auf Befehl zu verschaffen und wurde angewiesen, meine weiteren Befehle abzuwarten, da ich auf jeden Fall die Durchführung der Aktion verhindern wollte, gab ich keine weiteren Anweisungen an Dr. Harfeld. Die Insassen von Landsberg waren kaum in Dachau eingeliefert, als bereits durch einen Kurier von Kaltenbrunner die Auslösung der Aktion mit dem Kennwort Wolkenbrand erklärt wurde. Die Durchführung der Aktion Wolke A1 und Wolkenbrand verhinderte ich dadurch, dass ich Giesler die Begründung gab, dass die Front zu nah sei und ihn bat, die Ausführung Kaltenbrunner zu übertragen. Kaltenbrunner gab daher die schriftliche Anweisung an Dachau, alle Häftlinge der westeuropäischen Nationen auf Lastwagen in die Schweiz zu transportieren und die übrigen Insassen zu Fuß nach Tirol zu führen, wo die endgültige Liquidierung der Häftlinge unverzüglich erfolgen sollte. Erklären Sie vielleicht nur mit wenigen Worten, ohne auf die Einzelheiten einzugehen, ob dieses Dokument der Wahrheit entspricht oder ob es nicht der Wahrheit entspricht. Dieses Dokument widerspricht restlos der Wahrheit. Es widerspricht der Wahrheit. Aber, Herr Doktor, ich muss doch Gelegenheit haben, dagegen Stellung nehmen zu können. Ich muss doch jetzt im Einzelnen aufklären dürfen. Sie haben vorhin bereits Stellung genommen. Wenn Sie darüber hinaus noch etwas Wesentliches zu sagen haben, dann können Sie es jetzt erklären. Es scheint mir Folgendes noch wesentlich zu sein. Nach seiner Angabe müsste ich Dutzende von Kurieren bei mir gehabt haben, bei meinem Aufenthalt in Österreich. In meiner Begleitung haben sich zwei Personen befunden. Mein Fahrer und ein Adjutant, mein Verwaltungsführer, noch zu einem Mann, der mit Nachrichtendienst oder Polizei nichts zu tun hatte, namens Scheidler. Und ich, wir waren zu dritt. Ich hätte gar keine Möglichkeit gehabt, so viele Kuriere zu schicken. Nummer zwei, ich habe für Bayern und für den Bereich Bayern überhaupt keinen Anlass gehabt, irgendetwas vorzukehren, auch nicht in Vertretung Himmlers. Warum? Weil für Bayern eine Totalvollmacht am selben Tage, als ich sie für Österreich bekommen habe, an Obergruppenführer Berger ausgestellt worden ist. Ich habe also gar keinen Anlass gehabt. Und drittens, ich kann so irrsinnige Befehle gegen ein Konzentrationslager auch nicht einmal im Herzen tragen, wenn ich zur gleichen Zeit
genau das Gegenteil an anderer Stelle befehle, nämlich in Mauthausen. Ich habe nach Mauthausen den Befehl gegeben, das Lager dem Feind restlos zu übergeben. Genau das Gegenteil dessen. Und wäre, bitte, wenn man sich schon in einen Gedanken Himmlers versetzen würde, gerade das verkehrt gewesen, denn in Mauthausen sind doch die Schwerverbrecher gewesen und in Dachau die nicht belasteten oder weniger belasteten Menschen. Also wäre gerade, wenn man schon mitdenken könnte mit einem Himmler, das Gegenteil der Befehlsgebung notwendig gewesen. Also ist auch aus diesem Grund vollkommen irrsinnig, etwas derartiges zuzumuten. Sie werden von der Anklage schließlich dafür verantwortlich gemacht, dass Sie als Chef der Sicherheitspolizei des SD die Kirchenverfolgung, insbesondere die Verfolgung der katholischen Kirche, durch die Gestapo geduldet hätten. Ich halte Ihnen in dieser Beziehung vor, dass die Abteilung B2 des Amtes 4 die Erziehung und das religiöse Leben betrifft. Und die Abteilung 1 des Amtes 4 beschäftigt sich mit dem politischen Katholizismus. Wissen Sie etwas darüber, dass innerhalb dieses Amtes eine doppelte Kirchenpolitik bestand, mit einem sogenannten Nahziel und mit einem Fernziel? Unter Nahziel verstand man, dass die Kirche keinen Schritt Boden wiedergewinnen dürfe. Und unter dem Fernziel verstand man endgültig nach Ende des Krieges die Kirche in Deutschland zu vernichten. Was wissen Sie über diese Bestrebungen? Zu diesen Bestrebungen kann ich nur Folgendes sagen. In dieser theoretischen Darstellung sind sie mir keinesfalls bekannt gewesen. Die Kirchenpolitik des Reiches, wie ich sie im Jahre 1943 erkennen musste, war eine andere. Im Jahre 1943 hat die Einstellung Hitlers gegolten, in einer Art Burgfriedenszustand den Krieg mit der Kirche durchzustehen. Auf Kriegsdauer mit der Kirche durchzustehen. Also sich möglichst jedes Angriffes zu enthalten und nur, wenn einzelne persönliche Entgleisungen von Klerikern vorkämen, gegen diese vorzugehen, wenn hierzu ausdrückliche Genehmigung bestehe. Darf ich Sie mal unterbrechen? Ich frage Sie, haben Sie im Frühjahr 1943 irgendetwas darauf möchte ich kommen noch bei Hitler unternommen? Ja. Und was war der Erfolg? Also ich wollte nur jetzt einmal skizzieren, welchen Zustand ich angefunden habe. Bitte kurz. Ich habe ferner den Zustand gefunden, dass trotz dieser hitlerischen Einstellung Bormann weiterhin aktivst gegen die Kirche aufgetreten ist. Und habe mich daher schon im März, glaube ich, schriftlich an Hitler gewandt und später auch mündlich auf eine restlose Bereinigung der Kirchenpolitik und eine Änderung im Sinne eines Zusammengehens. Vor allem anderen wollte ich aber eine andere Vatikanpolitik herbeiführen. Ich glaube, Sie brauchen nicht in Einzelheiten zu gehen. Ich bin aber daran schwerstens gehindert worden. Erstens hat Himmler gegen mich Stellung genommen bei Hitler und zweitens habe ich Bormanns heftigsten Widerstand gegen mich gehabt, der so weit gegangen ist, dass er den deutschen Geschäftsträger beim Vatikan, Weizsäcker, im Ansehen
restlos untergraben hat, dadurch, dass er ihm einen Schattenmann hingestellt hat, der diesen Mann zu überwachen erlaubt hat. Es genügt in diesem Punkt. Herr Präsident, wünschen Sie, dass ich fortfahre, weil inzwischen 5 Uhr ist. Ja. Herr Präsident, how long are you going to be? Es wird noch etwa eine Stunde dauern, weil ich die Dokumente noch besprechen muss, die von der Anklage vorgelegt worden sind. Before we adjourn, the tribunal will sit on Saturday in open session until 1 o'clock.